Und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Und zwar vergleiche ich in diesem Video den Insurgent Pickup Customs, den Technical Customs und den Night Shark miteinander in drei verschiedenen Kategorien. Und die wären einmal in einem Speedtest, in der jeweiligen Feuerkraft und in der Widerstandsfähigkeit. Beginnen wir direkt mit Kategorie 1, Speedtest. So, jetzt, das war der erste Kandidat und zwar der Technical mit 150 km/h. Kommen wir zum zweiten Fahrzeug. Insurgent Pickup Customs mit 152 km/h und damit gleich mal die Führung. Kommen wir zum Night Shark. Ja, und der Night Shark holt sich die Führung mit 159 km/h. Man muss dazu sagen, Raketen waren sie jetzt alle nicht, aber der erste Platz ging an den Night Shark. Kommen wir zu Kategorie 2 und das ist die Feuerkraft. Der Technical hat eine Minigun und mit der kann man wirklich richtig hart etwas in die Luft jagen. Ganze 4 Sekunden braucht ihr, um einen PKW damit in die Luft zu jagen. Der Insurgent Pickup Customs. Ein wirklich brachiales Teil, wo richtig Durchschlagskraft hat. Und damit in 3 Sekunden könnt ihr damit ein Auto wegmetzgern. Kommen wir zum
Nightshark. Er hat von den drei Fahrzeugen die schwächste Bewaffnung, nämlich nur 4 Maschinengewehre. Und das kann man hier in diesem Test auch deutlich sehen. Damit ist er auf dem letzten Platz mit 12 Sekunden. Und damit das Ranking. Der Insurgent auf 1, Technical auf 2, Nightshark auf Platz 3. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die Widerstandsfähigkeit. Und um das zu testen, habe ich uns etwas geholt, wo man richtig ballern kann. Und zwar testen wir an dieser Stelle, was dieser Panzer an Schüssen benötigt, um das Fahrzeug in die Luft zu jagen. Das war die Widerstandsfähigkeit, was es angeht, wenn man sich mit einem Panzer anlegt. Aber wie sieht die ganze Sache aus, wenn wir eine Haftbombe draufwerfen? Deswegen testen wir die drei Kandidaten jetzt noch einmal, aber diesmal werfen wir Haftbomben drauf. Und wir beginnen mit dem Nightshark. Fünf Haftbomben und der Nightshark ist im Arsch. Kommen wir zum zweiten Kandidaten. Und zwar der Insurgent Pickup Customs. Wie viel Haftbomben wird er aushalten? Und es war die fünfte und es war die letzte Haftbombe. Kommen wir zum Technical. Hält er mehr aus als der Insurgent Pickup Customs oder der Nightshark? Wir werden es herausfinden. Nein! Der Technical hat doch sehr nüchterne Zahlen, nämlich er hat nur eine einzige Haftbombe ausgehalten. Das ist nicht wirklich der Wahnsinn. Aber
zählen wir mal zusammen. Und das sind die Ergebnisse. Mit diesem Widerstandstest ist der Nightshark und der Insurgent Pickup Customs beide auf Platz Nummer 1. Und der Technical hat es nur auf den zweiten Rang geschafft. Und wer ist dann der Gewinner in diesem Video? Eindeutig ist es eigentlich der Insurgent Pickup Customs. Aber durch das, dass man den Nightshark alleine bedienen kann, nämlich sein Maschinengewehr, würde ich ihm den Sieg vor dem Insurgent Pickup vorziehen. Aber beide sind definitiv ihr Geld wert und haben einen Höllenspaß gemacht. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch auf jeden Fall mal ein Like da. Wenn du das erste Mal bei mir bist, darfst du sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ich bin raus. Euer Lurchen Nummer 1. Macht's gut. Bye.